So, kann ich hier in alle dahin schicken? Jetzt zufälligerweise? Oder kann ich mich immer bloß für eine entscheiden? Feuermagie und Offensive, Befestigung und Stützpunkte. Blitzmagie und Kampf gegen Maschinen. Spezialisiert auf Eismagie und den Kampf gegen Monster. Ich lasse es mal bei der Lava-Einheit. We shall teach them to fear the Azure Dragon. Ist es vielleicht Daikuryu, was sie meinten? Nee, ne? Die meinen es ernst. Zeigen wir ihnen, was der Feuervogel zu bieten hat. Alright, move out. Okay, dann müssen wir den erstmal ein bisschen hier unter Beschuss nehmen. Oh Gott. Ich muss echt aufpassen, mich nicht von dem Ding treffen zu lassen. Komm, greif mal ein bisschen mit an hier. Ich will nicht alles alleine machen. Okay. Wir haben den Drachen erstmal abgewehrt. Das macht die Sache schon ein ganzes Stück einfacher. Ich hätte echt vorhin mit Seven ein bisschen mehr aufpassen sollen, dass ich nicht getroffen werde. Es ärgert mich doch ein bisschen, dass ich dabei gestorben bin mit ihr. So, wunderbar. Hat offenbar nicht gereicht, schade. Meine Truppe hat es auch erwischt. Und das zweite Lager ist unter Beschuss. Was? Da müssen wir doch gleich mal eingreifen hier drüben. So. Da sorgen wir doch mal ein bisschen für Stärkeausgleich, hä? Ja, so muss das sein. Okay, move out! So, schaffen die es denn da drüben an dem Lager? Oh, hallo. Das kommt davon, wenn man sich auf andere Sachen konzentriert. Gut, wir haben jetzt auch bis zu dem Lager es erstmal geschafft. It is not over yet. Müssen wir mal schauen. Ich glaube... Jawohl, wir haben das dritte erobert. Wunderbar. Jetzt kommen wir mit allen Kräften hier gegen das vierte und danach direkt gegen die Stadt. Das läuft. Und erobert. So, den Ikaruga, den hauen wir gleich mal weg. Okay, der war schon... Bevor er hier irgendwas von unseren Truppen weiter platt machen kann. What are you doing? Gut. Do not let the enemy near our camp. Ich glaube, wir werden gewinnen. Der Sieg ist nahe. Die Order ist ausgeführt. Ich wusste, wir schaffen es. Neue Order? Gibt's schon wieder einen Drachenangriff? Ach so, wir müssen Rilati stürmen. Tun wir. Intruders. Take care of it. Class Zero, commencing maneuvers. Auf in die Stadt. Gut. Neue Order. Oh, hier sieht's aus wie. Uah. Hier sieht's aus wie in dem Feldeinsatz, den ich versaut habe. Das weckt schlechte Erinnerungen bei mir. Ohne den Fett zu wahren, wird die Konvertische Armee ihren Kampfgeist verlieren und aufgeben. Ich habe leider gerade nicht auf das Geschriebene oben achten können, so genau. War gerade ein bisschen damit beschäftigt, mich um die Gegner zu kümmern. So, noch ein Pudding. Oh, komm schon. Ich erwische ihn irgendwie nicht. Das ist etwas ungünstig. Doch, jetzt haben wir ihn. So, King und Nine. Kommt mal mit. Ups. Wirkte irgendwie ein bisschen wie mit Kanonen auf Spatzen geschossen gerade. Also in dem Fall mit Kanonen auf Bomber, aber ihr wisst schon, was ich meine. Was für eine Hitze, Kupo. Wieso ist es so heiß, Kupo? Sommer? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die konkordischen Sommer so sind.
Pack dir auf jeden Fall Sonnencreme ein, wenn du das nächste Mal herkommst. Wieso ist es auf einmal so kalt hier, Kubo? Irgendetwas stimmt hier nicht, Kubo. Du müsstest dich mal entscheiden mit deinem Empfindungsvermögen. Vielleicht aber, vielleicht, liegt es auch daran, dass wir hier Bomber und Eisbomber haben? Ich keine Ahnung, wie man die nennen soll. Hier geblieben. Oh shit. Daneben. Komm, hau zu. Schlag zu. Ach komm, das hat doch getroffen. Dann müssen wir es eben auf konventionellen Wege machen. Geschafft oder ausgeführt. Ich werde einen Bericht an... Super. Ein Notruf. Oh Gott. Im Zentrum von Relogy sammeln sich unvorstellbar viele Drachen, Kupo. Ich glaube, jetzt wird's wohl auf das hinauslaufen, was der König entfesselt hat. Erledigt sie, bevor sie unsere Truppen ausrotten. Da bin ich ja mal gespannt, was der da gemacht hat. Oh, oh, oh. Aufpassen. Aufpassen, aufpassen. So, wunderbar, das hast du den. Und der nächste folgt dir gleich. Hallo, nicht schon wieder so ein Pferd. Ich hasse sie. Okay, wir hacken einfach... Ja, wir hacken einfach nur drauf. Shit. Alter, hör mal auf mit deinem Blitzen. Das ist gar nicht cool. So, Schnauze voll hier. Verrecke. Ich mag diese Pferde absolut nicht. Könnte mich jemand von euch heilen? Ist das vermöglichbar? Nicht so? Na gut, dann mache ich es halt selber. Mache ich selber. Dankeschön. Nun ja, neue Order vielleicht. Mogri? Oh, hi. Da kommen ja noch welche. Ich dachte, die Party wäre schon zu Ende, aber nee, vergiss es. So. Für ihn ist die Party zu Ende. Er hat's übertrieben. Und er muss es ihm nachmachen. Ups, das ging aber schnell. Ist ja ein spannender Kampf. Ich weiß nicht so richtig, ob wir wirklich Fortschritte machen oder... Ups. Ja, ich glaube, wir machen Fortschritte, tatsächlich. Das dürften alle Drachen in dieser Gegend gewesen sein. Cool. Damit ist die Konkordische Armee so gut wie erledigt. Auf nach Mahamayuri, Kupo. After suffering this defeat, I cannot face his majesty. Also stürzt du dich in den Selbsttod, oder? Königliche Reichsstadt Mahamayuri. Aha. Oder stürmt die königliche Hauptstadt Mahamayuri. Oh. Das wird ja spannend hier. Hallo. Ich glaube, das wird sehr ungemütlich. Naja, schauen wir mal, wie es läuft, wa? Oha, das kann ja nur toll werden. Gut, wenn ich sie gleich mit einem One-Shot-Kill töten kann, dann ist es in Ordnung. Hier, friss das. Haha. Gut, so gefällt es mir. So bin ich dabei. Das ist schon ein spannender Weg hier. Noch mehr Drachen? Nicht bloß der Weg ist spannend, sondern auch
Die Hauptstadt an sich, ist sie in einen Baum eingewachsen? Interessant. Ich meine, es würde nur passen. Concordia scheint ja so ein bisschen naturnah zu sein. Order ausgeführt. Die Mission ist geschafft. Ah, schade. Die Anzahl der K.O.s natürlich bei 1, weil ich gleich am Anfang mit 7 gestorben bin. Aber ansonsten richtig gut gewesen. Und wir haben gut Geld dafür gekriegt. Mission abgeschlossen. Sonderbelohnung. Ein Doppler-Ei. Fragt mich nicht, ich habe keine Ahnung. Gut. The Dominion forces successfully marched into Concordia's capital. But once there, they were met by the fierce resistance of Celestia and the Azure Dragon. Soon afterwards, the Azure Peristelium surrendered, while still under siege. The Consortium of Eight was hesitant about Concordia's surrender issued behind closed gates. But they eventually deemed Concordia incapable of further resistance and declared victory. All that remained in the way of Rubrum completing its unification of Oriens was the Militesi capital and the White Peristelium. Das ist gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Das ist eigentlich genau das, was die Kristalle nicht wollen, ne? Eigentlich soll ja ein Gleichgewicht herrschen und nicht die Macht eines Kristalls. Aber irgendwie scheinen die Kristalle sich nicht dagegen zu wehren. Schon komisch. Ein neuer Eintrag wurde freigeschaltet. Cooper? Ihr übertrefft alle unsere Erwartungen. Noch 5 Tage und 12 Stunden bis zur nächsten Mission, Cooper. Und damit können wir uns wieder ein bisschen umsehen. Die nächste Mission bewältigt ihr bestimmt empfohlene Stufe 36. Das sollten wir schaffen. Ich wechsle mal kurz auf 7 zurück. So, einfach nur, weil Standard und so, ne? So, und dann schauen wir doch mal, was es hier Spannendes Neues gibt. Eine Bitte, Rubrum ist ein fruchtbares Land, bla bla, Vorräte, echt jetzt? Ich glaube, Final Elixiere... 5 Stück? Ich glaube, so viel habe ich nicht, aber wir können es ja trotzdem mal annehmen. Ah doch, wir haben so viel. Vielen Dank, du hast uns wirklich geholfen, und dass er als Dank einen Tapferkeitsring erhalten. Neue Feldeinsätze? Tatsächlich. Echt jetzt Stufe 37? Das könnte man ja sogar ohne Probleme machen. Gut, schauen wir uns demnächst mal an. Ich würde aber erstmal vorschlagen, dass wir uns einfach ein bisschen hier wieder umsehen in der Akademie. So, da drüben brauchen wir nicht. Auf dem Platz gibt es nichts. Ich meine, wenn schon wieder so viel Zeit ist, dann muss es ja eigentlich wieder ein bisschen was an Gesprächen geben, oder? Genau. Hiruhata. Oh, die Klasse 0. Ich brauche jemanden zum Reden. Was? Nein, es ist gar nichts Wichtiges. Ich bin in meiner Klasse nur ständig alleine. Habe niemanden, mit dem ich mich so richtig unterhalten kann. Die Kadetten meiner Klasse haben alle ihren Freundeskreis und ich scheine irgendwie in keinen zu gehören. Meine Freunde sind wahrscheinlich auf dem Schlachtfeld umgekommen. Ich kann mich erinnern, dass es da jemanden gab, mit dem ich viel Zeit verbracht habe. Aber ich kann mir nicht mal mehr das Gesicht dieser Person oder Personen ins Gesicht rufen. Jetzt bin ich in meiner Klasse also ständig allein. Das macht nicht wirklich Spaß. Das glaube ich dir. Also... Dieses System vom Kristall, dass man Verstorbene vergisst, ist mehr und mehr, finde ich, bescheuert. Also, ich kann da nichts wirklich Positives dran erkennen. Und,
es hat einfach wahnsinnig viele Nebenwirkungen.